Kaum das Gesicht gewaschen und du hast direkt wieder fettige Haut? Mein Freund, glaub mir, dieses Problem kenne ich. Leute, ich gehöre auch zu der Fraktion fettige Haut, also meine Haut wird relativ schnell wieder fettig und ölig. Aber fettige und ölige Haut hat nicht nur Nachteile, es gibt auch einen kleinen Trost. Denn grundsätzlich ist es so, dass wir Leute mit fettiger Haut nicht so viel Pflegeprodukte brauchen, weil fettige Haut von Haus aus einfach mehr Feuchtigkeit produziert. Außerdem ist es so, dass fettige Haut nicht so schnell zu Falten neigt, wie zum Beispiel trockene Haut. Also zumindest hat fettige Haut nicht nur Nachteile. Wenn du zum aktuellen Zeitpunkt allerdings nicht weißt, was für ein Hauttyp du bist, beziehungsweise hast du trockene Haut, hast du fettige Haut oder hast du eine Mischhaut, dann check einfach mal das Video dazu aus, was ich dazu gemacht habe. Da erkläre ich ganz genau, wie du herausfinden kannst, welcher Hauttyp du bist. Und das ist ganz einfach und wirklich easy. Jetzt machen wir aber weiter mit den Dingen, was wir Leute machen können, die fettige Haut haben, um dem einfach ein bisschen entgegenzuwirken. Der erste und wichtigste Punkt bei öliger und fettiger Haut ist ganz klar eine gründliche, ordentliche Reinigung. Einige Männer, die denken zwar, es reicht vollkommen aus, wenn man sich einfach Wasser durchs Gesicht klatscht am Morgen und am Abend, aber lasst euch gesagt sein, bei öliger und fettiger Haut reicht das definitiv nicht aus. Du brauchst wirklich eine vernünftige, gründliche Reinigung, damit der komplette Ölfilm wirklich von deiner Haut entfernt wird und auch deine Poren porentief gereinigt werden, damit auch dieser Ölfilm, der halt sich schnell wieder bildet aufgrund deiner Haut, nicht so schnell wiederkommt. Und um deine Haut halt wirklich vernünftig und gründlich zu reinigen, benötigst du einfach ein passendes Waschgel, passend zu deinem Hauttypen. Und nicht nur das, ja, du solltest zusätzlich am besten auch noch eine elektronische Gesichtsreinigungsbürste verwenden, damit du deine Haut wirklich porentief reinigst. Denn so eine elektronische Gesichtsreinigungsbürste hat pulsierende Silikonnoppen und damit bekommst du einfach 95% an Dreck, Schweiß und Ölrückständen von deiner Haut runter und das ist auch hier das A und O. Und mein Tipp an dieser Stelle, versuche einfach so eine gewisse Routine da reinzubekommen in deine Hautpflege, dass du zum Beispiel das, was ich gerade gesagt habe, einfach morgens und abends machst. Heißt, wenn du zum Beispiel lange abends im Bett lagst, dann sammelt sich dann natürlich Schweiß und Ölrückstände auf deiner Haut und wenn du morgens aufstehst, solltest du das alles wirklich mit einem passenden Waschgel und mit einer elektronischen Gesichtsreinigungsbürste entfernen. Das gleiche gilt abends. Der Schmutz und Dreck und auch der Schweiß und das Öl, was sich tagsüber auf deiner Haut angesammelt hat, das solltest du abends, bevor du ins Bett gehst, ebenfalls wieder entfernen. Passende Produkte verlinke ich euch selbstverständlich unten in der Infobox, heißt elektronische Gesichtsreinigungsbürste und auch eine Auswahl an verschiedenen Reinigungskits. Tipp Nummer 2, hin und wieder auch mal eine Gesichtsmaske verwenden. Ist für uns Männer vielleicht erstmal so ein bisschen komisch, ja, aber es gibt mittlerweile auch so 2-in-1 Produkte, die man zum Beispiel als Reinigungsgel verwenden kann, aber auch direkt als Reinigungsmaske. Und gerade bei fettiger Haut ist es echt gut, wenn du hin und wieder mal so eine Reinigungsmaske aufträgst, die lässt du ungefähr so 2 bis 3 Minuten einwirken und dann wäschst du das Ganze wieder ab. Und ich kann dir jetzt schon mal versprechen, danach fühlt sich deine Haut einfach wesentlich entspannter und vor allen Dingen auch richtig gut gereinigt an. Und da merkt man auch, wie eigentlich der Normalzustand einer Haut ist, ohne einen Ölfilm drauf. Und Leute, übertreibt es nicht, müsst ihr natürlich nicht jeden Tag machen. Wir Männer haben da wahrscheinlich auch nicht so ganz großen Bock drauf. Von daher 1 bis 2 Mal die Woche reicht das vollkommen aus. Nummer 3, passende Hautpflege. Du brauchst passende Hautpflege aus dem Grund, wenn du nämlich zum Beispiel falsche Hautpflege verwendest, zum Beispiel zu reichhaltige Cremes oder Cremes, die relativ fettig sind, dann bewirkst du nämlich genau das Gegenteil. Dann bekommst du noch viel schneller fettige und ölige Haut und dann verstopfst du unter Umständen auch deine Poren. Heißt, wenn du zum Beispiel so eine blaue Dose mit einer weißen Aufschrift im Badezimmer hast und grundsätzlich fettige Haut hast und die immer noch verwendest, dann solltest du die mal ganz schnell in den Müll schmeißen, denn das ist nämlich nicht die perfekte Creme, wenn du ölige und fettige Haut hast. Und Leute, denkt dran, hier ist auch weniger mehr. Ihr müsst nicht unbedingt eine Creme verwenden. Ihr könnt zum Beispiel auch irgendwelche Serien verwenden. Schaut aber auf jeden Fall darauf, was auf den Produkten draufsteht. Heißt, es ist für fettige Haut, es ist für trockene Haut. Beschäftigt euch einfach ein bisschen damit. Und ein kleiner Tipp an dieser Stelle, auf den Produkten sollte auf jeden Fall nicht kommedogen draufstehen. Das bedeutet, dass es ein Produkt ist, was die Poren nicht verstopft. Und genau das brauchst du halt auch. Weil wenn du nämlich ein Produkt hast, was deine Poren verstopft, dann hast du halt noch ein größeres Problem und noch schneller fettige Haut. Heißt, am Ende des Tages Finger weg von fettiger, reichhaltiger Pflege. Weniger ist hier tatsächlich mehr. Versuch einfach auf leichte Hautpflege hier zurückzugreifen. Und ich kann es nicht oft genug sagen, nimmt Produkte passend zu eurem Hauttyp. Punkt Nummer 4, Ernährung. Wissenschaftler sind sich bei dem Punkt ein bisschen uneinig und wissen nicht so richtig, ob Ernährung wirklich einen Einfluss auf dein Hautbild hat. Ich kann euch aber bestätigen zu 100%, bei mir ist das definitiv der Fall. Wenn ich nämlich tagelang Fastfood esse oder auch das Falsche trinke, dann
habe ich 100%, da kann ich euch Brief und Siegel drauf geben, ein paar Tage später wirklich einige Pickel. Und an dieser Stelle sollte man auch darauf achten, dass es nicht nur um die Ernährung geht, sondern auch darum geht, was du trinkst. Ja, trinkst du zum Beispiel viel Alkohol oder trinkst du zum Beispiel viele Softdrinks? Das hat bei mir auf jeden Fall auch einen Einfluss auf meine Haut. Wenn ich zum Beispiel davon viel trinke und wenig Wasser trinke, kriege ich auch Pickel, 100%. Wenn ich aber viel Wasser trinke und solche Sachen aber weglasse, wie Softdrinks und Alkohol, sieht mein Hautbild schon direkt anders aus. Deshalb würde ich euch empfehlen, einfach auf ausgewogene Ernährung zurückzugreifen. Weniger fettige Sachen zu essen, also weniger Pommes, weniger Pizza essen, weniger Burger essen, sondern versucht einfach hier ein bisschen ausgewogener und ein bisschen leichter zu essen, damit ihr einfach keine Probleme mit eurer Haut bekommt. Und auch das Thema Ernährung ist wie beim Reinigen des Gesichtes auch eine Routinesache. Versuch einfach, dir anzugewöhnen, dich gut zu ernähren und versuch einfach, dir anzugewöhnen, dich gut zu reinigen oder dein Gesicht gut zu reinigen und gut zu pflegen. Am Ende des Tages spielen die Routinen und die Angewohnheit eine Rolle, damit du halt langfristig ein gutes Hautbild bekommst, ohne irgendwelche Pickel. So, ich hoffe, die Leute, die auch unter fettiger Haut oder öliger Haut ein bisschen leiden, ich hoffe, ich konnte den Leuten heute ein bisschen was beibringen bzw. mit auf den Weg geben. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen da draußen, egal welchen Hauttypen ihr habt, 100% reine und gute Haut. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.